Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf My Daily Life. Wer ist schon wieder mit am Start? Der süße Kaba. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem weiteren Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ihr Lieben, bei diesem Food Haul. Ich weiß ja nicht, ich hoffe natürlich, ihr seid alle gesund, ihr Lieben, und habt nicht, gar das Böse, ihr wisst schon, oder eben eine Erkältung oder sonst anderweitig irgendwie beeinträchtigt, sage ich jetzt mal zur Zeit. Wenn dem so sein sollte, ich schicke euch ganz, ganz viele Genesungswünsche, ihr Lieben. Kuriert euch gut aus, ich hoffe, ihr könnt euch gut auskurieren. Denn ja, ich habe diesen Einkauf auch nur getätigt, weil es voll meine Freundin erwischt hat. Also Gott sei Dank bisher nicht das C, sondern halt eben eine krasse Erkältung bis in die Lungen. Und deswegen war ich jetzt gerade beim Lidl und auch im Bioladen. Ach, ich fange da gleich mal an. Da habe ich nämlich nur Suppenhuhn gekauft, denn ja, die alte klassische, wie nennt man das, Suppe, Hühnersuppe jetzt. Ja, da habe ich dieses Suppenhuhn eben gekauft. Dieses Bio-Suppenhuhn, von dem ist es? Vom Hof Grosserhof, kenne ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das einfach so gekauft. Wie viel ist denn das? Anderthalb, ja fast, also 1 Kilo und 34 Gramm, ja. Also so, diese Schlägel halt hier, ne, so. Das werde ich dann, denke ich, heute noch, spätestens morgen noch auskochen und da richtig frische Brühe und Suppe eben zubereiten. Das wird bestimmt sehr fein. Ja, so, dann habe ich einen Honig wieder mitgebracht von unserem Imker im Dorf. Dieser hier steht da irgendwie, ja, da steht mein... Ach, ich zeige es euch einfach so rum, weil da steht sonst mein Ort drauf. Also einfach einen flüssigen Honig. Okay, jetzt machen wir auch mit dem Lidl weiter schon. Diesen Tee hier, den Ingwer-Tee einfach. Dann habe ich mir mal wieder einen Königin Frischkäse mitgenommen. Den hier von Melbona. Da mache ich mir sehr gerne einfach so ein Brotzeit-Kräuterzeug drauf. Das kann man schon fertig kaufen. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt es von Just Spices bestimmt. Und es gibt es auch ja, von anderen Marken. Oder ich mache mir einfach Schnittlauch rein oder Frühlingszwiebeln. Ihr könnt da so viel reinhauen, einfach in so einen Frischkäse und dann einfach so als Snack, ne? Richtig lecker. Dann habe ich noch zwei Spezies wieder mitgebracht. Darf bei uns ja auch zwischendurch einfach nicht fehlen, so ein ja, Erfrischungsgetränk. Für die Suppe brauche ich natürlich ein Suppengrün. Suppengrün nennt man das so? Dann habe ich noch einen zweiten Tee mitgebracht, einen Fenchel, Anis, Kümmel, der ist ja auch immer sehr wohltuend. Außerdem dürfen auch natürlich Vitamine nicht fehlen. Zwei Birnen habe ich wieder mitgenommen. Dann diese drei Bananen. Zweimal ein Käse. Diesen Bergbauernkäse in Milch, der ist sehr fein, mögen wir gerne. Und dann habe ich jetzt nochmal, wie letztens auch schon, diesen bayerischen Brotzeitkäse einfach nochmal mitgenommen. So. Außerdem unsere leckeren Äpfel von Bioland hier. Die sind schön klein, habe ich schon öfter euch in die Kamera gezeigt. Einfach so zum Mitnehmen, zum Snacken zwischendurch. Finde ich die immer sehr gut. Natürlich, Chips dürfen auch nicht fehlen. Diese Japon Snack Day habe ich die genommen, die gesalzenen Chips einfach. Ich probiere die mal, ob die schmecken, aber ich denke schon. Dann Haferflocken fürs Porridge. Wenn ihr meine Food-Videos schon öfter angeschaut habt, wisst ihr, ne? Habe ich das schon so oft in die Kamera gezeigt. Aber es sind halt einfach, ihr kennt das bestimmt, so Standard-Sachen, die man einfach immer mitnimmt, oder? Wie geht's euch da? Habt ihr bestimmt auch. Ja, einfach nochmal Tempos, klar. Dann diesen marokkanischen Minztee, der ist von Lord Nelson, von der Eigenmarke von Lidl auch. Gibt es ja den teuren auch, von der
anderen Marke, ich weiß gar nicht, ich habe schon beide mal gehabt, aber ich muss sagen, der reicht zu. Der ist so lecker, auch von der Marke. Ja, wegen den Hustenbonbons bin ich vor allem aufgefahren. Diesen Zitronenbonbons, also diese Hustenbonbons, ja, mit Vitamin C in Zitrone halt. Die haben auch normalen Zucker, also Kristallzucker und keinen Süßstoff, denn ja, wie meine Freundin und ich auch, kriegen da Blähungen und ja, das ist mit Süßstoff so, da bin ich ganz weg. Ganz davon. Das tut uns nicht gut. Dann nochmal die Kirschvariante, die Hustenbonbons. Ja, ich sehe schon, das war's dann auch schon. Nur noch zwei Sachen kann ich euch in die Kamera halten, diesen griechischen Joghurt wieder. Und ja, jetzt habe ich so von Alpro so eine Mandelmilch, so ein Mandeltrink, der ist ohne Zucker mitgenommen einmal. Ich liebe ja, ihr wisst ja, dass ich meine von Vimondo, von der Lidl Eigenmarke, diese, ist das auch Mandelmilch gewesen? Nee, Hafermilch war das immer, oder ist das, was ich schon ewig trinke und es ist so, so lecker. Nur, da ist, habe ich vorhin auch nochmal drauf geschaut im Geschäft, da ist Öl drin. Ich glaube Sonnenblumenöl in dieser von Vimondo. Und ich esse es, beziehungsweise ich esse es meistens ja nur im Porridge in der Früh, diese Haferdrink. Aber ich denke mir, oder ich habe da mal geguckt, von dieser Alpro, da ist nämlich kein Öl drin. Und ja, aber wisst ihr Leute, ihr wisst es sicher, 3,99 knapp 6 Mark, wenn man es noch na, umrechnet. Ich bin auch so ein Kind davon und 6 Mark für so eine Milch, Pflanzenmilch. Nee, ich glaube, ich mache es nicht mehr. Da habe ich lieber ein bisschen Öl, ne, in meiner Milch drin, in dieser Hafermilch von Vimondo und jetzt probiere ich die mal aus. Jetzt habe ich sie eh schon gekauft, aber allmächtig, das ist echt richtig teuer, oder? Also, ich wollte euch gerne noch aufmerksam machen, ihr Lieben, bevor ich dieses Video auch schließen kann. Es gibt noch ein Giveaway, also eine Verlosung vom Lidl Adventskalender. Da könnt ihr ein ganzes Pack von diesen Sien-Produkten, die im letzten Kalender drin war, also 2022 im aktuellen, könnt ihr eben noch gewinnen. Schaut mal gerne unten vorbei, wenn ihr noch Lust und ja, Freude daran habt, eventuell was zu gewinnen. Klickt dann unten auf den Link einfach, ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr noch mitmachen würdet. Bis zum 23. Februar geht das Gewinnspiel noch. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon gesagt gerade? Und ja, können wir gerne auch auf Insta folgen. Und dann, ihr Lieben, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, ihr Lieben. Tschüss.